Hallo Freunde des gepflegten Hexfeld-Wahnsinns und willkommen zurück zu Battle-Eye 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1994. Wir befinden uns hier in der ersten Zusatzdisk von Battle-Eye 2 mit dem Namen Titan's Legacy. So schaut's aus. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt erstmal das ganze Intro durchlaufen lassen, ohne es zu kommentieren und die Musik ausgeschaltet. Hui! Jo, Kampfeinstellung. Kampf machen wir mal schnell. Ja, jawohl, alle Details, voll. So, Karteneinstellungen. Ja, das klappt schon. Ja, das klappt schon. So, hui! Nein, nicht beenden, zurück. Und das ist die erste Mission. Ja. Was sehen wir denn? Nur rote Einheiten. Und eine blaue. Yay! Das ist also dieses Gefangenenlager. Da soll der Wal, also Wal, also V-A-L, hin transportiert werden. Und da ist er. In diesem Ranger sitzt er. Hier ist noch eine Iloka-Einheit. Okay. Oh, ich habe einen Computerfreund. Zu dem muss ich... Nee, zu dem gehe ich nicht. Nein. Ich soll nach Süden. Ich muss irgendwie hier hin. Ah, ich würde mal sagen, hier die große Insel. Ah, guckt mal hier. Ich glaube, ich muss hier hin. Hier kann ich anlanden. Da
Das ist ein Tiefwasserhafen hier. Hier muss ich hin. So, der Ranger schwimmt aber nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Man hat aber gesagt, ich soll nach Westen. Da ist eine Stadt. Die da unten. Was ist das? Ein Berg? Okay, also ich würde mal sagen, Moment. Was haben wir hier noch? Da ist noch eine Pyramide. Eine Pü. So, ansonsten hier oben. Ah, Moment, wir haben doch eine Karte. Wir haben auch eine Karte. Schau mir auf die Karte. Okay, hier ist natürlich nichts weiter zu sehen. In dem Missionsbriefing heißt es, ich muss nach Westen gehen. Da finde ich dann noch Unterstützungseinheiten. Das werde ich tun. Ich werde hier hingehen irgendwo. Und dann wird sich schon was auftun. Ansonsten muss der Ranger hier runter. Er muss also überleben und die Insel verlassen. Ne? Gefängnisinsel. Boah, ganz böses Ding. So, Menü, Information. Ich habe 21 Runden Zeit, also jetzt nun nicht allzu viel. Bin auf der Hölleninsel mit dem Code HOLLEKO. Okay. HOLLEKO. Ah, man weiß es nicht so genau. So, okay. Also, ich habe nicht allzu viel Züge Zeit. Und die Faust geht nach Westen. Ich würde mal sagen, so weit wie möglich. Zack, zack. Naja. Ich nehme noch die Iloka-Einheit mit. Die kann noch ein bisschen aufklären. Da ist nichts. Da ist nichts. Da vielleicht. Da oben. Vielleicht ist da oben was. Oder hier. Hier vielleicht. Muss ich schauen, ne? Und ja, das war schon alles, was ich hier machen kann. Ich werde mich mal hier hinstellen, damit dieser Raketenwerfer keine Raketen werfen kann. Ansonsten kann ich hier mit diesem Radargerät nichts tun. Moduswechsel. Hey! So, meine interessante Karte. Ich habe zwei Einheiten. Ja, schon klar. Jetzt macht ihr hier einen auf dicke Hose. Und schießt meine Orion kaputt. Also, dass die unrettbar ist, ist klar. Abwehr, sie überlebt höchstwahrscheinlich diese Runde. Ja, erscheint, dass sie überleben. Ja, wird eingekesselt und dient damit als Ablenkung. So, jetzt kommt mein Computerfreund. Mein Computerfreund ergreift mit einer Hydra an. Das war jetzt sehr schön. Naja, okay. Ob das jetzt sinnvoll gewesen ist, weiß ich nicht. Weil er greift nicht konzentriert an. Also nicht eine Einheit mit mehreren von seinen, sondern wahllos. Damit schwächt er zwar viele Einheiten, aber kann hier aber auch keine Einheit aus dem Spiel nehmen. Ja. Yeah. Auf alle Fälle hat er Kampfkraft. Ui, Stratege, unsere Bewunderung gilt Ihnen. Sie haben die ersten feindlichen Angriffe überleben können. Jawohl. Während wir einige Soldaten und Boote zum Überlaufen bewegen. Die Zeit drängt und die Übermacht des Gegners ist noch immer erdrückend. Wir müssen das Sendezentrum erreichen, bevor der Gegner Verstärkung heranführen kann. Suchen Sie die Stadt Nexoi im Westen auf. Also ich muss nach Westen. Ne, das ist ja nach wie vor nach Westen. Das Licht geht nach... Uiuiui. Uiuiui, ich habe Boote. Das sieht hier aber... Okay, also hier... Gehen wir mal hier hin.
Gruß an den großen Strategen. Ich werde mit meiner Armee versuchen, einen Teil der gegnerischen Verbände zu binden und dadurch ihre Flucht zu erleichtern. Schönen Dank. Soeben wurde gemeldet, dass unsere eingeschmuggelte Aufklärungseinheit zu den Verlusten zählt, die durch unseren Angriff auf ihr Lager entstand. Noch nicht so ganz. Sie lebt noch. Möge der Kampf nicht zu verlustreich werden. Harris, halten Sie durch! Das ist mein Computerfreund. Das ist der hier. Der lenkt ab. Das ist gut. Also er lenkt ab, ne? Er dient nicht zur Rettung. Basis MB-22 mit einem Hubschrauber, Transporthubschrauber und einer Infanterieeinheit. Ich glaube, das ist wichtig. Hoppala, Moment. Was haben wir denn hier? Da. Ein Kampf-U-Boot, ein Transport-U-Boot und eine Infanterieeinheit. Ich glaube, das ist auch wichtig. So, was machen wir mit dem hier? Ah! Ja, wunderbar, der kann gar nichts. Okay, dann bleibt er da. Uiuiui, hier ist ein Boot. Ein Boot! Ich glaube, dieses Schiffchen ist kaputt. Das wird beschossen durch die Hydra. Und jetzt ist die Frage, was ich mit dem anderen mache. Ich gehe da mal hin. Und ja, das sieht nicht so gut aus, ne? So, haben wir hier noch was bekommen? Ich habe 3 Boote bekommen. Infanterie! Was mache ich mit der? Ich gehe zurück. Natürlich, ich muss auf jeden Fall aus der Reichweite der Türme, ist klar. So, und dann gehe ich auch nach Westen. Irgendwo hier im Westen. Muss ja was sein. Dahin. Na. Naxoi. Oh, holla die Waldfee, was haben wir hier? Wir haben einen Archimedes, einen Sting, einen Buggy, wir haben Luftkissenfahrzeuge, Truppentransporter, eine Infanterieeinheit und Versorgungsfahrzeuge, wie zum Beispiel einen Munitionstransporter und Sprit. Das ist natürlich hervorragend. Also ich finde das gut. So, kommen wir bis hin. Nein. Okay, Moment. Nein. Ich gehe, ich fahre, ich mache. Wo? Ich gehe hier hin. So. Der oben, der ist jetzt tot, also der wird auf alle Fälle verlieren gegen diese Übermacht. Hat jetzt aber eine Runde ausgehalten und Licht gemacht. Das finde ich hervorragend. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Habe ich irgendetwas vergessen? Nein, ich habe hier unten hingeguckt. Ich habe hier gezogen, habe da gezogen, habe da gezogen. Ich habe alles gezogen. Wunderbar, da machen wir jetzt den Moduswechsel. Gucken wir mal. Na klar, ja natürlich ist es die 1er-Kanone, ne? Die hat natürlich wieder wahnsinnige Reichweite. Meine Möwe, meine Aufklärungsmöwe ist zerstört. Und die übergelaufenen Demon-Einheiten sind quasi auch des Todes. Würde ich jetzt mal sagen. Die werden das nicht überleben. Seht ihr auch immer ein bisschen so das Grafikflackern? Hm, seltsam. So, der erste verbündete Technotrax hat sich verabschiedet. Gleichfalls mein Orion-Fahrzeug. Also, das Licht geht aus. Ja, der Demon-Einheit, also der Demon-Trupp, der wird auf. Ja, der wird vernichtet. Hat sich noch ein bisschen verteidigen können, aber zack, weg ist er. Der andere wird es auch nicht überleben. Ne, bei diesen Verlusten ist das nicht möglich. Was aber bedeutet, der Gegner hat leichte Truppen und auch einen Ranger und kann da die Stadt, das Naxoi, schnell einnehmen. Ich muss also dahin und alles ausräumen. Mhm.
Wow, mit einem Snacktransporter einen Samurai 2 angegriffen und wirklich gut abgeschnitten. Mein Computerfreund, das war zwar ein bisschen dumm, aber im Endeffekt nicht schlecht. Ich gehe jetzt hier rein. Komme, was da wolle. Ich bin jetzt in der Stadt Nexov, Nexoi, irgendwie sowas. Und gehe natürlich jetzt mit diesen Fahrzeugen raus. Ich habe keinen Kampfpanzer, was bedeutet, dass die... Boah, warte mal, Moment. Ich gehe mal hier hin. Dass die Truppentransporter quasi meine... Ja, das sind meine improvisierten Kampfpanzer. Die bilden die Speerspitze. Die Reichweiteneinheiten bleiben natürlich hinten. Der kommt noch raus. Ich wage hier nicht an die Küsten zu gehen. Denn hier ist viel Wasser. Und wo viel Wasser ist, sind sehr viele Schiffe. Und ich denke, davon hat er einige. Ich werde mal hier rausgehen und mal hier runtergehen. Die Versorger bleiben erstmal drin. Die Eloka-Einheit, da hoffe ich, dass er hier nicht so viel Licht macht. Also das... Uiuiui, schaut mal. Luftverteidigung! Moment, Luftverteidigung. Hier drinne, sehe ich jetzt natürlich nicht mehr, war ein Transporthubschrauber. Was bedeutet, ich kann meine Einheit... mit den Luftkissenfahrzeugen nicht herüberbringen und dann mit dem Hubschrauber hier runterfliegen. Das wird nicht passieren, weil dann die Medusa-Einheiten kommen und ganz böse Dinge machen. Das heißt, ich fahre mal hier hin. Ist das vielleicht irgendwas Verstecktes hier? Nee, leider nicht. Und mache hier mal das Licht an. Ja. Okay. Der wird sich opfern. Ich bleib da so stehen. Ich hätte vielleicht in den Wald erst gehen sollen, um damit meine Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Aber die ist eh verloren. Das macht jetzt auch nichts. So, Moduswechsel. Zack, zack. Also ich versuche mit meinen Einheiten jetzt nach Süden zu gehen, um auf diese kleine Insel zu gelangen, wo der Transporthubschrauber eingelagert ist. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Mein Computerfreund hält die schweren feindlichen Einheiten von anderen Dingen ab. Verliert natürlich jetzt hier fast seinen Buggy, seine beste Einheit hier mit. Da kommt er mit seinem Buggy an, der schon sehr gut erfahren ist. Das tut er schon fast weh. Versorgung. Moment. Ja, schick die Hydra zurück, reparier die. Das war gut. Meine Herren. Okay. Schauen wir mal, was wir hier tun können. Mit dem Buggy bin ich hier auf freie Flächen angewiesen. Der kann hier quasi nur über Gelände oder über Gelände fahren, was nicht Wald ist. Also ich muss hier wirklich den Bogen machen. Dies ist hier, das hier, diese Einheit. Mal gucken, ob ich die schon erreiche. Jawohl. Haben wir hier noch was anderes im Ziel? Nein. Thank you.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch schon mal auf die Demon-Einheit hier los und verdienen erste Erfahrungspunkte. Oh, das war hervorragend. So. Ohne Verluste eine feindliche Infanterieeinheit ausgeschaltet. What? What ist das für ein guter Move gewesen? Ich bin begeistert. So, hier machen wir jetzt mal eine Front. Den füllen wir mal. Ah, den hätte ich draußen aufgefüllt. Ja Gott, egal. Egal. Und nehme den mal hier hin. Mal in die Mitte. Das ist ja eine Einheit, die nicht sterben darf. So, die kommt dahin. Der kommt dahin. So, damit sind hier erstmal alle draußen. Die Frage ist, möchte ich hier mit meinen Landungsboden von der Stadt schon weg? Also ich könnte jetzt beim nächsten Zug zum Beispiel den Ranger da rein tun. Und dann könnte ich schon da runterfahren. Das macht keinen Sinn, weil hier sind die Türme. Und auf hohe See komme ich mit den Dingern nicht. Dem kann ich nichts tun. Und der hier, der hält hier einfach mal ein bisschen das Licht offen, damit mein Computerfreund hier Dinge sieht. Und ich würde mal sagen, ich bleibe so stehen. Der kommt mit Infanterie und Zeug an. Der wird ankommen. Wow. Interessant. Tatsächlich, mein Computerfreund lenkt den Gegner ab. Das ist ja hervorragend. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, mit meinen Einheiten nach unten zu fahren. So, der schaltet hier noch den Samurai aus. Das ist wirklich gut. Aber den Alkohol, den kriegt er nicht. Den kriegt er nicht. Nein, 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 nein. Prinzipiell eine gute Idee, die Logistik des Feindes auszuschalten. So kann er nämlich seine Einheiten bei ihm, also bei diesem Munitionstransporter, nicht weiter aufmunitionieren. Aber seinen eigenen Buggy so zu verheizen, ist natürlich blöd. Ne? Ja. Gut. So, hier unten hat sich nichts getan. Also werde ich nach unten wackeln. So, mal hier hingehen. Ah, ganz schlecht. Ganz schlecht, hier ist eine feindliche Hydra. Ne. So. Moment, ich mache das mal so. Ich mache mir mal Licht, ne? So, 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 so. Ich boxe mich mal hier weiter erstmal durch den Wald. So, da kann ich hier gleich das mal aufdecken, was das ist. Ja, das ist nichts, das ist tatsächlich nur eine Ruine. Verdammt. Gut, so, gehen wir mal weiter. Moment. Der geht vor. Diese Einheiten hier, die müssen auf alle Fälle diesen langen Weg nehmen, weil die ja halt, wie gesagt, nicht durch den Wald können. So. Und den stelle ich mal hier hin. Der nimmt die Abkürzung. So, jetzt schaue ich mal. Ich kann hier nichts bauen. Und hier unten kann ich auch nichts machen, weil da kann er nichts einnehmen. Ne? Da unten, da bleibt so stehen, wie er steht. Der bleibt so stehen, der macht hier weiterhin Licht. Und die Runde ist dann für mich hier erledigt.
war klar. Ah, verdammt. Er hat sich nicht ablenken lassen durch den anderen Vader, sondern hat den angegriffen, wo was drin ist. Das ist natürlich gar nicht nett. Und das Blöde ist, dass ich mit normalen Landeinheiten diese Hydra nicht ausschalten kann. Die kann ich also wirklich nur mit Reichweiteneinheiten angreifen. Und natürlich mit meinem Landungsschiff. Er hat einen Hubschrauber. Na, ist ja gar nicht nett. Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. Sehr schön. Feindliche Ranger immer ausschalten. Sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Der Buggy geht auch drauf. Sehr gut. Das gefällt. Gut, also das war eine ganz schlechte Bewegung. Ich ziehe das Ding zurück und werde den Archimedes natürlich reparieren. Natürlich, den werde ich nicht aufgeben. Und fahre hier. Schaut mal. Moment mal. Kann ich das machen? Moment. Ja, siehst du, ich kann ihn nicht angreifen. Gut, dann mache ich das so. Und hau ihn auf alle Fälle schon mal mit dem Stinkpanzer eins vor den Latz. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht den genommen habe, sodass dass die Hydra überlebt. Aber vielleicht kann ich die klemmen. Moment. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber die ist nicht mehr so ganz überlebensfähig. Und das ist ja in Ordnung. So. Gehen wir mal hier runter. So. Der bleibt stehen. Der unten bleibt stehen. Habe ich noch weitere Einheiten? Nein. Autsch, ich bin schon in Reichweite seiner. Bin ich schon in der Reichweite seiner Einstar-Kanone? Wow! Sehr heroisch, aber damit ist der Flakpanzer auch Geschichte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tatsächlich, ich bin schon mit diesem Transporter in Reichweite seiner Iloka, Quatsch, seiner Iloka, seiner Ironstar. So, das mache ich jetzt mal so. Ach, da kann ich nicht angreifen, die Hydra. Okay, dann machen wir das so. Wusch. Wenn
Moment. Hier gehe ich mal ein bisschen vor. Ich bin ja der Meinung, dass die Hydra hier aufgeklärt hat und deswegen meinen Transporter aufgeklärt hat. Den schicke ich jetzt zurück. Den schicke ich vor. Die Loka-Einheit lässt hier die Einheiten wieder verschwinden. Ja, die tun wir mal hier hin. Da wird dann aufgetankt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das sind hier die ersten Einheiten, die ich jetzt zerstören muss. Der Ion bleibt, wo er ist. Der bleibt, wo er ist. Dann habe ich ja hier meinen Archimedes. Den nehme ich natürlich wieder mit runter. So. In der Hoffnung, dass nicht eine zweite Hydra kommt und jetzt hier Rabatz macht. Die Hydra wird jetzt entscheidend sein. Mit der werde ich hauptsächlich die Türme bekämpfen. Hydra und mein Buggy. Das sind jetzt die Einheiten, die jetzt hier ran müssen. Da geht die Komet dahin. Also der Flakpanzer. Nicht schön. Ha. Ja, nimm doch den Technotrax. Ui, der Hubschrauber hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Das war, oh, das ist gut. So, hier oben werden wir auf jeden Fall, Moment mal, das werden wir erstmal anders machen. Ja, das ist natürlich, den tun wir mal hier hin. So, den fahren wir hier runter und er füllt den auf. Wunderbar. So, der lädt den Archimedes aus. Der macht Licht. Der fährt hier mal ein bisschen zurück. So, der geht nach oben. Der wird repariert. Der fährt auch nach oben. So, ich hätte gesagt, mehr würde ich nicht machen. Aber ich gehe jetzt mal hier mit dem vor und greife den mal an. Weil ich es kann. Sehr schön. Ansonsten bleibe ich so stehen. Also, Artillerie in Stellung bringen und die Türme beschießen. Da ist ein Archimedes, der meinen Snake beschießt. Okay, da kommt von hinten mit dem Archimedes. Das heißt, ich muss auch den jetzt kommt er hier mit Panzern. Mit Panzern. Und ich verliere meinen Snake. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Das heißt, die Verteidigung muss ich umdrehen. Nicht gegen die Türme, sondern erstmal gegen seine beweglichen Kräfte. Nicht schön. Sehr gut. Sehr guter Zug. Setz doch deinen Technotrax ein. Mensch. So, also. Moment.
Das war ja klar, ne? Das war ein Zug, der war voraussehbar. Der auch. So, den stellen wir hier hin. Den stellen wir mal hier hoch. So, rein. Den reparieren wir und den werden wir halt, Moment, den werden wir auch auffüllen und dann zurücksenden. So, diese Einheit geht vor und mein Buggy, der bleibt, oh, also nicht der Buggy, ich meine den Ranger, der geht mal auf Aufklärung. Das heißt, hier irgendwo ist ein Archimedes, den hätte ich gern. Da war er nicht. Okay. Der ist irgendwo in Reichweite. Meinen Alkor greift er an. Die dient als Rambock, beziehungsweise als Schild, als Schutzschild. Muss ich jetzt aber zurückziehen, weil er schon stark beschädigt ist. Sollte ich nicht verlieren, das wäre nicht gut. Ja, das wird kritisch. Wenn ich den verliere, kann ich zum Beispiel meine Reichweiteneinheiten nicht mehr aufmunitionieren. Wäre ganz böse Sache. Sollte vermieden werden. Vermieten! Vermieten! So, okay. Ich komme nicht vom Fleck hier irgendwie. Ich glaube, das verliere ich. Nein! Uff. Das war jetzt auch mal gut. Kann ich den vielleicht unterstützen? Nein, kann ich nicht. Gut. Das war jetzt nicht so ganz clever, würde ich meinen. Weil ich hätte mit dem Ding eher so eine Einheit angreifen sollen. Aber gut. So, der zieht sich hier wieder zurück. Der zieht sich zurück. So. Aha. Ich habe den Archimedes erstmal identifiziert. Ich weiß, wo er steht. Hab mal jetzt mit dem Ranger, den muss ich natürlich jetzt zurückziehen. Ich muss die Ranger-Einheit natürlich im Auge behalten. So, der wird auf alle Fälle auch nochmal aufgetankt und zurückgeschickt. Weil ein Landungsboot muss überleben. Ne? Der zweite Snake auch verloren. Verloren. Nicht gut. Der Alkohol ist verloren. Aber nicht meiner. Ja.
Gute Snack-Einheit. Sehr gute Snack-Einheit. Die macht sich. Den ziehe ich erstmal wieder zurück, weil der kann da nichts tun. Der greift ja nicht an. Also er kann nicht angreifen. Ne? So, der hier, der haut auf den Demon. Der macht den kaputt. Der geht vor, greift, ja doch, den an. Muss ich wieder zurückziehen und tanken. Gut. So, jetzt ist die Frage. Scheiße. Ah! Das war jetzt ganz übel. Ich habe mich verklickt. Ich konnte die Ranger-Einheit, also die Einheit, die überleben muss, nicht mehr zurückziehen. Wegen einem dummen Fehler. Das heißt, ich muss jetzt hier in den Angriff gehen. Und die Elixier-Einheit, meine Iloka-Einheit, vernichtet noch den Troll I-42. Also Situation gerade noch gerettet. So, hier ist nichts drin. Okay. Gut, da ist der Feind. Also die Archimedes-Einheit muss jetzt wirklich dran glauben. Sowas von. Ja, ist ein guter Technotrax-Panzer, den er mittlerweile hat. Aber der wird aufgerieben. Behalt nur den Snake. Zieh den zurück und reparier den. Das ist eine wunderbare Einheit. So. Rüber. Auf jeden Fall werde ich... Ne, das ist klar. Das ist klar, dass ich das mache. Zurück. Da reicht nicht mehr die Angriffskraft. So, der geht zurück. Der kann nichts machen. Verdammt. Das will ich ja nun eigentlich nicht wirklich jetzt durchgehend machen, meine Iloka-Einheit als Kampfeinheit einzusetzen. Aber das ist jetzt gerade notwendig, weil ich sinnloserweise meine ganzen Transporter verheizt habe. So, der kommt mal hier vor, macht das. Der kommt dahin. So. Also den
den werde ich auf alle Fälle reparieren müssen, weil das ja eine Kerneinheit ist. Ansonsten habe ich jetzt den Angriffen aus dem Osten habe ich jetzt abgeschlagen. Würde ich jetzt mal so meinen. Das ist jetzt so mein Gefühl. Da kommt auf alle Fälle ein Sting. Da ist er. Den muss ich natürlich noch wegstingen. Aber dann habe ich es. Ach, der opfert echt seinen guten Snake gegen solche Scheißeinheiten wie einen Munitionstransporter. Beweg deinen Technotrax da unten. Oh, es gibt neue Hinweise für mich. Oh Gott. Im Südwesten befindet sich eine Basis mit Transporthubschraubern. Weiterhin wird von Schwächen in der Verteidigung des Sendezentrums berichtet. Es heißt, das ist zwar sehr gut gegen Angriffe aus der Luft, aber mehr als unzureichend gegen Angriffe von See geschützt ist. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Was bedeutet, wenn ich hier hinkomme, kann ich mit dem Transporthubschrauber nicht dahin fliegen. Der wird abgeschossen. Ich werde also hier rübergehen müssen, mir das U-Boot schnappen. Ja, das werde ich tun müssen. So, der kommt hier erstmal rein. So. So. Wow, der Alko hat keine Munition mehr. Den kann ich natürlich auch nicht mehr wirklich aufmunitionieren. Das funktioniert nicht. Dagegen war das sehr gut, denn ich werde jetzt hier seinen Stinkpanzer bekämpfen und den ziehe ich jetzt nach unten. So, ich muss mich jetzt ja wieder nach unten ausrichten. Ja, greif den nicht an. Lass den in Ruhe. Repariere deinen Snake-Computer-Freund. Ja, er hat auf mich gehört. So. Der ist jetzt wieder da. Macht er schon genügend Licht? Nein, leider nicht. Leider nicht. Das heißt, ich werde jetzt mich hier noch mal ein bisschen konzentrieren. So, Moment. Das muss jetzt hier schon ein bisschen Hand und Fuß haben. So. Der kommt dahinter. Der wird aufgefüllt. Der fährt hier runter. So, der schützt hier, der schützt da, der bleibt hier, um ein bisschen Sicht zu machen. So, alles klar, Übersichtskarte. Habe ich noch irgendetwas bekommen? Nein, habe ich nicht. Hier unten? Nein. Okay, haben die... Nein, die haben auch keinen Laderaum, diese Möwen, also ich kann da unten nichts tun. So, okay, weiter geht es gegen die Türme. Genau, Herr der Ringe, die zwei Türme. Nein, es sind drei. Davon ein Ironstar, was der schlimmste von allen ist. Aber das Gute ist, ich habe jetzt schon gut ausgebildete Einheiten. Also der Stinkpanzer ist voll ausgebildet, der kriegt einen Turm mit einem Schuss weg. Da bin ich überzeugt. So, jetzt bin ich dran. Ich muss natürlich erstmal hier wieder etwas Licht machen. Das mache ich so. Und knusper mich jetzt hier mal durch. Ich würde mal sagen, zuerst mal den Turm angreifen. Boah, das war natürlich hervorragend. Sarkasmus!
Solange ich den immer wieder zurückfahren kann, ist alles gut. So, ich würde mal so bleiben. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das mache ich jetzt weiter, bis dieser Turm zerschlagen ist und auch die Flagge ich in den Boden gerammt habe. Und dann geht es dann weiter, ne? Mit dem Turm. Wenn der Turm gefallen ist, kann ich dann nämlich auch ein bisschen mit den anderen Einheiten ranziehen. Das Gute ist, er hat unten kein Licht. Er sieht nichts. Und wenn ich im Dunkeln bleibe, bin ich relativ sicher. Und diese Dunkelheit garantiert mir auch die Eloka-Einheit. Na, du magst nicht angreifen da unten, dann bleibst du halt. Ich mache hier weiter. Auf den Turm. Und auf den Flakpanzer. Und wieder zurück. So. Wow. Jetzt hat sich der Flakpanzer bewegt. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Der ist auf meine Ranger-Einheit aufgelaufen. Na endlich. Sehr schön. Gut. Okay. Also ich würde jetzt erstmal sagen, den Skull, den töten wir jetzt. Genau so. Dann. Ich muss überlegen. Was machen wir jetzt? Welche Einheit greife ich jetzt mit dem Buggy als nächste an? Ich würde tatsächlich mal die Infanterieeinheit nehmen. So. So, lass mich mal überlegen. Ich gehe mal hierhin zurück. So. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das Ding hat keine Munition mehr. Den muss ich erstmal auffüllen mit Munition. Da kann dann zum Beispiel dahin fahren und die Iron Star zerstören. Der Ranger übernimmt die Infanterie. Die Archimedes-Raketenbatterie, den schweren Panzer und mein Buggy auch nochmal den schweren Panzer. Und da komme ich hier nämlich schon ein bisschen weiter. Soweit der Plan. Wow. Das hätte ich jetzt natürlich auch nicht gedacht, dass der gute Technotrax von meinem Computerfreund drauf geht. So, er hat jetzt noch eine Einheit da drin. Und das ist der Snake, den er nicht rauszieht. Naja. So. Überlegen. Überlegen. Der kann hier ruhig nochmal angreifen. Damit ist der Troll weg.
Das Ding bekommt Munition und greift den Turm an. Der Archimedes greift den Samurai an. Der hat noch 2 Schuss, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und dann werde ich jetzt nochmal mit dem Buggy rangehen und den Samurai nochmal eins vor die Mütze geben. Das war jetzt, das fand ich jetzt gut. So, der geht dahin. So, du tankst mal den auf. Da, da und da. So, jetzt kann ich hier nämlich ein bisschen vorrücken. So, ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Was bedeutet? Lasst mich doch mal überlegen. So. Da komme ich nämlich in der nächsten Runde auf die Insel mit meinem Ranger, denn seine, wow, seine Reichweiteneinheit, der Turm, ist ja weg. Er hat noch einen, aber das ist ein Skull, da kann ich so über die Entfernung schießen. Der hat nur eine Reichweite von 3. So, mein Computerfreund bleibt drin. Nein? Oder doch? Der ist raus. Ah, der hat nicht ganz auffüllen können. Okay. So. Verbreiten wir hier noch ein bisschen Freude. Der kommt runter, tankt den auf. So, wunderbar. Der kann jetzt hier noch einmal feuern und feuert gegen den Technotrax. So, damit ist der Technotrax erstmal weg. Der fährt hier ran. Der geht rein. So, wunderschön. Ich habe hier jetzt einen Trapo, einen Transporthubschrauber. Den nehme ich. Den nehme ich. Und das ist gut. Jetzt weiß ich nur nicht. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt noch einmal angreifen. Und zwar mit dem Sting. Der hat noch 2 Schuss. Das heißt, da kann noch etwas Unordnung machen. Da könnte zum Beispiel den Technotrax angreifen oder aber den Troll oder aber den Skull. Was auch immer er sich dabei denkt, aber ja. So. Gucken. Ich hätte gesagt, den füllen wir auf. Rein. Ah, guckt mal. Die kommen leider. Leider kann ich die Luftkissenfahrzeuge nicht in den Hubschrauber packen. Das ist natürlich sehr schade. Und ich komme mit dem Hubschrauber nicht bis hier ran. Aber fast. Das wird. So, der ist weg. So, den schieben wir jetzt mal hier ein bisschen ran.
So. Schnell auf die Uhr gucken. Eine Stunde spielen wir hier bereits. Die Frage ist, wollen wir weitermachen? In der Hoffnung, es bald geschafft zu haben. Oder splitten wir das auf? Stratege, die Truppen des Feindes sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Derartige Fehlschläge bringen unseren Freiheitskampf in Gefahr. Okay. Was bedeutet, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mehr als 21 Runden benötigt, um bis dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Das war natürlich nicht gut. Fehlschlag in der ersten Kampagne, der ersten Zusatzdisk von Battle Isle 2. Was habe ich denn falsch gemacht? Mal schnell analysieren. Also ich bin auf alle Fälle nach Westen. Das war in Ordnung. Habe hier die Stadt eingenommen, in Ordnung, bin dann runter. Und hier wurde ich dann aufgehalten durch einen Angriff aus dem Osten. Den habe ich so nicht kommen gesehen. Und der hat mich Züge gekostet und wirklich gute Einheiten. Was dann bedeutet, dass ich mich dann hier an dieser Verteidigungsstellung langsam durchknuspern musste. Was natürlich erfolgreich war, ohne große Verluste, aber es hat Züge gekostet. Und ich bin dann zu spät hier runter. Also ich hätte gesagt, ich hätte noch vier oder fünf Züge hätte ich noch gebraucht. Puh, so ist es gelaufen. Fehlschlag und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal probieren wir es aufs Neue. Werde ich diese Kampagne schaffen und Titans Legacy weiterspielen oder nicht? Das erfahrt ihr demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und grämt euch nicht zu sehr, wenn ihr auch mal nicht gewinnt. Bis dahin, ciao.